Chanson des Monats. Chanson des Monats auf SWR 2. Chanson des Monats. Was haben Sie diesen Monat vor, Herr Pigor? Ist es schon wieder so weit? Den Nobelpreis für Medizin kriegt meist ein amerikanischer Mann verliehen, so wie die Preise für Physik und Chemie. Und die Preisträger rechnen damit quasi nie. Das ist immer lustig, wenn dort nachts die Telefone bimmeln und die Ehefrau die komischen Schweden abwimmeln. Da geht sie selber dran und geben in Panik sieben Interviews vor dem Frühstück. Der Nobelpreis für Literatur geht dieses Jahr, ich mein, ich rate ja nur, ich glaub, den kriegt heuer kein Amerikaner. Ich tippe Mame so in Richtung Iraner. Und den Friedensnobelpreis kriegt den Putin, weil Assad seine Chemiewaffen fast schon vernichtet hat. Das klingt zwar zynisch, doch diese Art von Ideen haben wir beim Nobelpreiskomitee schon öfter gesehen. Wenn jetzt Hinz und Kunz Nobelpreise verleihen, dann lassen wir das nicht zweimal gesagt sein. Achtung, Leute, jetzt wird's interessant. Jetzt gebe ich meine Nobelpreisträger bekannt. Den Nobelpreis fürs Küssen bekommst du. Du kriegst noch einen Kuss mit dazu. Ich muss dir wirklich sagen, man soll zwar nicht vergleichen, doch die anderen können dir alle nicht das Wasser reichen. Den Nobelpreis fürs Küssen bekommst du. Und vor dem Frühstück führen wir ein Interview. Sag mal, wie lange küsst du schon? Wie kamst du denn dazu? Den Nobelpreis fürs Küssen bekommst du. Den Nobelpreis für Ober- und Unterwäsche kriegt das Oktoberfest für seine Dirndl-Fashion. Der Nobelpreis für ganz, 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 ganz viele Talkshows geht an Markus Lanz. Und der Nobelpreis für Forschung geht klar dieses Jahr an die fleißigen Ermittler des NSA, weil sie ihr Leben in den Dienst der Erkenntnisstellen und der Erschließung neuer Informationsquellen. Belegschaft des Stellwerks in Mainz, weil sie zusammenhält wie eine Eins, kriegt den Nobelpreis für Urlaub und Freizeit. Und die Verleihung erfolgt leider in Abwesenheit. Den Nobelpreis für Problemverdrängung kriegt dieses Mal Deutschland für die Diskussionen vor der Wahl um Stinkefinger, Halsketten und Sympathie. Eine Sternstunde der Demokratie. Und den Nobelpreis fürs Küssen bekommst du. Und du kriegst noch einen Kuss mit dazu. Nein, bei dieser Kandidatin schlag ich zu. Den Nobelpreis fürs Küssen. Den Nobelpreis fürs Küssen. Den Nobelpreis fürs Küssen bekommst du. Yeah!